Herzlich willkommen zu Fatih Akin präsentiert Gangsterfilme. Und der heutige Film ist ein koreanischer Film von Na Hong Jing, eigentlich Ho Jing Na. Und zwar ist es Yellow Sea aus dem Jahre 2010. Das ist ein sehr faszinierender Film, der, als ich ihn gesehen habe auf DVD, mich sehr inspiriert hat, die visuelle Kraft des Films und die Handlung des Films, wo es auch um Minoritäten in Korea geht, hat mich doch nicht losgelassen. Der Film wirkte wie so ein Fieber in mir und ich habe ihn wieder und wieder und wieder gesehen. Und als ich dann aus dem Nichts gedreht habe und überlegt habe, wie ist das visuelle Konzept zu aus dem Nichts, war Yellow Sea eigentlich Vorbild. Beim Schreiben schon. Ich dachte, wie kann ich sowas wie NSU-Morde und eine Frau will sich rächen, wie kann ich es irgendwie machen, dass das wie Yellow Sea wirken könnte. Deswegen habe ich den Film wieder und wieder und wieder studiert. Ich beneide sie sehr, weil ich hätte Yellow Sea sehr gerne auf der großen Leinwand gesehen. Das habe ich noch nie getan und ich schaffe es leider nicht zu Ihnen nach Frankfurt. Aber sie haben das Glück und deswegen wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Yellow Sea.